Okay, also. Jetzt mal hier einen Lagerplatz aussuchen. Da ist dieser Fußballplatz, da drunter, da wo diese Botons liegen, die man sieht hier. Da hier. Ist ja diese Terrasse, wo scheinbar die Raro wollen. Natürlich ziemlich der coolste Lagerplatz. Die Frage, ob der überhaupt noch frei ist. Also das wäre natürlich, wenn der frei ist, sollten wir das auf jeden Fall schnappen. Der ist unterhalb von dieser großen, unterhalb dieser Halle, Schlechtwetterhalle, Fußballplatz, dann diese Terrasse. Dann habe ich hier diesen zweiten, wo jetzt der Volleyballnetz ist. Wäre natürlich, da ist natürlich auch ein super Platz, den hier zu nehmen. Der ist angeblich dann auch ein Lagerplatz. So, wenn wir dann hier weiter rauf schauen, dann hier weiter unten am entlang ist dann hier ein relativ gerader Platz. Relativ gerade, ich zoome jetzt gerade hin. Schon ein bisschen schräg, das geht aber halbwegs. Da ist der Vorteil, dass du weg von der Straße bist. Ein Nachteil hast du, dass du, dann hast du auch den Vorteil, dass du ein bisschen Schatten hast, weil hier bei diesen Bäumen da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht drunter lagert. Auch, auch hier bei dem passt das Problem mit dem Baum wegen Wind. Dann hier ist es halt sehr schräg, wenn ich da jetzt rauf gehe. Das ist so quasi, wo diese einzelnen Bäume stehen. Da geht es auch weit nach hinten, da werde ich nachher noch hinschauen. Ja, dann gibt es eben noch hier oben dann, wenn ich hier rauf gehe, ist es noch immer schräg, es ist noch immer schräg, also zum Lagern nichts. Die Idee war eventuell vielleicht, jetzt muss ich überlegen, ob man einen Unterbau baut und da die Zelte drauf stellt, wäre natürlich auch eine Variante. Und hier komme ich schon zur Straße, wenn das Auto vorbeifährt. Hier auf diesem Platz hier ist er schon flacher wieder. Also man darüber. Da drüben ist der Platz, da ist die Straße, sieht auch hier. Also ab da ungefähr, wo ich jetzt bin, wird es dann sehr flach. Es geht ein bisschen zur Straße hin. Und das ist das Platte hier, würde ich sagen, halber das Fußballfeld. Auf jeden Fall geeignet zum Lagern. Dann schaue ich mal noch weiter nach hinten.